Ein wunderschönes Moin Moin! Ja, ich bin's mal wieder, euer Elektro-Wollmaxer. Herzlich willkommen zu meiner Episode 7. Genau, es ist jetzt schon wieder in der Länge her, aber naja, wie sage ich immer, ist halt so. Ihr wisst, es kommt. Eigentlich sollte es immer Sonntag kommen, aber diesmal hat es sich ein bisschen verzögert. Aber wie gesagt, manchmal gibt es so Tage, wo man einfach. Ja, Moment, zocke ich auch ein bisschen viel. Nein, wie gesagt, aber ich habe genug Futter, also lass dich überraschen. Auf jeden Fall, herzlich willkommen und das Wichtigste, Happy Birthday Mayday. Genau, heute vor 30 Jahren war die erste Mayday. Heute wäre 30 Jahre Mayday, aber ihr wisst ja selber, der Virus hat da keinen Bock drauf. Also dürfen wir nicht, nein. Die Mayday-Macher machen dann auch einen Livestream, aber ich muss sagen, das Line-Up spricht mich überhaupt nicht an, aber naja, heute ist Livestream-mäßig sowieso extrem viel los. Na mal schauen, wo ich reingucke. Ziegelei macht auch Livestream. Mal schauen, ob ich da reinschaue. Bamu macht auch und also die machen alle. Revolution Schubi macht auch Livestream. Also mal gucken, wo ich bin. Ja, nicht so der Livestreamer. Gucken dann lieber selber spielen will ich jetzt auch. Und da kommen wir jetzt auch gleich zum ersten. Also trotzdem auf jeden Fall Happy Birthday, Mayday. Auf die nächsten 30 und nächstes Jahr feiern wir richtig. Genau. Auf jeden Fall Dankeschön an Alex und seine Crew aus dem Alan War für das Dabeisein beim Superwave am 17.04. war ich live dabei. Durfte ich auch schon ein bisschen Vinyl und so. Genau, ich bedanke mich hier recht herzlich bei DJ Decline, DJ Bacard und DJ P. Gruß an euch alle. War super, müssen wir wiederholen. Also ich bin immer wieder gerne dabei. Natürlich mit Vinyl. Also weißt du, ist ja selber. Das einzige Wahre hat ist schwarz und ein Loch in der Mitte. Genau. Das war richtig cool, war richtig gut. Also noch schön. Unsere Zuschauer, also, aber wie gesagt, vor Publikum spielen ist einfach schöner. Livestream ist jetzt so ein bisschen für die Zeit, aber naja. Wir hoffen das Beste. Ich rede nicht drumherum. Ihr wisst ja selber, wo was aktuell los ist. Nicht drüber. Es gibt genug zu erzählen. Ich habe wieder eine coole Liste gemacht. Und ja, damit legen wir jetzt ehrlich los. Ja, das erste, habt ihr jetzt gesehen, Masamune-Syndrom. Genau. Ich habe mir mal schnell auf die Hand mal ein Intro gebastelt, wo ich dachte, kann man ja mal probieren und bin ganz zufrieden. Ich brauche definitiv trotzdem mal nächsten Zeit eine andere Videosoftware, Produktionssoftware. Da habe ich auch schon was im Auge. Also auf jeden Fall. Aber ich habe halt das Matrix-Intro genommen, weil ich absoluter Matrix-Fan bin. Es kommt ja nun mal ein vierter Teil von Matrix raus. Ich bin gespannt. Was das wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich hier noch zu erzählen. Damit lege ich jetzt auch gleich los. Genau. Und sonst würde ich mal sagen, nochmal. Ja, Energy ohne Zucker. Genau. Gut. Ja, heute geht's los. Episode 7. Heute der erste Tag ohne Marvel-Serie. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Denn es gibt genug Serien, die kommen. Aber sonst nochmal ein kleiner Rückblick auf Falcon and the Winter Soldier. Das ist der erste Punkt. Ich bin super zufrieden. Klar, es gibt Punkte, wo du sagst, ich hätte gerne mehr gehabt, zum Beispiel in der letzten Folge, dass sie mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber naja, der Hauptgrund der Serie ist immer noch, und das sieht man ja auch, erkennt man auch klar, die Erbe, dass etwa wie was aus Captain America wird. Oder das Erbe des Schildes, sage ich mal so. Und Sam hat es ja nun angenommen, er ist ja nun mal neuer Captain America. Ich hoffe, dass Bucky der Winter Soldier bleibt und nicht White Wolf wird, da ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Also dann lieber als Sidekick, obwohl neuer Falcon ist ja wahrscheinlich auch im Kommen, wo ich auch gut erklärt. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit der Serie. Es hatte echt Tiefgang, also bin ich sehr zufrieden. Also werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das ist es ja. Haben sie gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht oder haben viele auch nicht gedacht. Naja, WandaVision war ein Phänomen und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber Falcon und The Winter Soldier hat es auch geschafft, die Leute zu begeistern. Und hat sogar, glaube ich, Mandalorian vom ersten Platz
von meisten Zuschauer gekickt. Naja, läuft. Also, Marvel kann nicht nur in Filme. Die können auch in Serien. Ja, da ist er, die wissen halt, wie man es macht. Kritiker gibt es immer. Wie gesagt, uns Fans, also die meisten, hat es gefallen, super gefallen. Merchandising läuft auch und es gibt schöne Figuren. Ja, das ist halt nicht mal so, ja. Das ist halt nicht mal so. Nee, aber sonst. Wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Genau. Und darum schauen wir mal in die Zukunft weiter. Wie gesagt, zwei Serien haben wir. Eine Menge Serien haben wir noch vor uns. Ja, jetzt mal so, das hatte ich aber noch, das hatte ich gar nicht, aber das habe ich auch gar nicht auf meiner Liste. Das ist ganz einfach, apropos Merchandising ist halt, Marvel hält sich da immer noch ein bisschen zurück. Genau. Das ist jetzt meine Meinung so im Öffentlichen, wenn du überall mal kaufst, da kriegst du mal Bettlaken oder mal irgendwelche Superheldenfiguren oder sowas. Ja, da hält sich mal wieder ein bisschen zurück. Aber jetzt zeige ich das zu ändern beim. Ja, genau. Ja, ich bin ja sowieso ein Marvel Merchandise-Fan, habt ihr ja gesehen oder eigentlich auf meinem Instagram-Account. Da, die ist neu. Ja, genau, die ist neu. Coole Sache. Die war auch nicht so teuer. Wer wissen will, wo ich die habe, schreibt mir. Genau. Die habe ich mir und dann muss ich sagen, es gibt ja zwei Nettos. Es gibt ja zwei Nettos. Es gibt ja zwei Nettos. Genau, es gibt ja den gelb-roten und den gelb-schwarzen. Der gelb-rote ist ja ein deutscher, der gelb-schwarze ist ja ein dänischer. Und ich muss sagen, der gelb-schwarze hat langsam zugenommen mit Marvel Merchandise. Denn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es seht, genau das, genau das hier. Das ist ein Hulk-Fitness-Tuch. Genau, davon habe ich auch zwei Stück oder sogar drei. Es gab schon noch Superman und Supergirl, natürlich halt, muss ich halt mitnehmen. Die haben jetzt Anfang der Woche nochmal Marvel Merchandise. Da ist ja auch das draußen. Genau, das hat 7,99 gekostet. Habe ich mir gleich nochmal das und es gibt noch das Marvel-Aufdruck mit ihm. Ihr seht auf jeden Fall meine Ausbeute da. Genau, da seht ihr das. Das gab's, das ja, es gab noch mehr, es gab noch Plüschfiguren, auf jeden Fall gab's Bettwäsche, Schürzen, also Küchenschürze, Küchentücher, so kleine Stofffiguren, die fand ich irgendwie zu kindlich. Ich brauche auch nicht alles haben, ich würde mir auch nie Marvel Bettwäsche mitnehmen, ehrlich, nee, also man muss es nicht übertreiben. Also, sonst Decken habe ich mit ihnen, Kissen habe ich mit ihnen, habt ihr ja gesehen, hier, da, genau da habt ihr ja gesehen. Das hat sich richtig zugelegt. Also kann ich sagen, wer Marvel Merchandise möchte, sollte mal öfters mal nach einem dänischen Netto halten. Ich habe es auch überfahren durch die Marvel-Gruppe. Ehrlich, also Augen auf beim Marvel-Kauf. Genau, das ist das. Ja, also, wer hat noch nicht? Zum Marvel Merchandise komme ich am Ende des Videos noch auf einen Punkt zu sprechen, aber jetzt habe ich noch ein paar Punkte. Also, ich habe genug euch zu erzählen. Also, jetzt sind es noch, der nächste Punkt ist der Black Widow. Der Black Widow Film kommt am 9.7., also in 70 Tagen, exklusiv bei Disney Plus mit VIP-Zugang. Habe ich noch nie probiert, werde ich mir jetzt vorstellen, weil ich gelesen habe, das ist jetzt mein Stand, wenn man den VIP-Zugang hat und den Film sich anguckt, kann man den auch runterladen. Ich weiß jetzt nicht, wo drauf, ob man den auch nur Computer runterladen kann oder nur auf Handy. Muss ich mich mal informieren, genau. Weil ja die Kinos nicht offen sind, kommt er nur bei Disney Plus. Ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es okay, denn lieber Disney Plus als nochmal zu verschieben. Sollten die Kinos bis dahin offen machen, was ich nicht denke. Ich habe zwar noch Hoffnung, aber logisch gesehen wird es nicht, weil ihr wisst ja selber, bei uns macht alles zu, drumherum, überall im Ausland macht alles auf. Ja, also trotzdem nicht vergessen, am 9.7. kommt Black Widow endlich bei Disney Plus. Oh, ich bin super gespannt, ich bin super. Naja, mal gucken. Wird natürlich gleich dreimal hintereinander geguckt. Das ist nun mal Tradition bei mir. Bei mir war es immer so, wenn ich ins Kino gegangen bin, habe ich mir die Filme mindestens dreimal angeguckt. Einmal, um ihn erstmal zu sehen. Zweimal, um mir intensiver in die Materie einzutauchen. Und am dritten Mal nochmal so, um wirklich zu gucken, ob man nicht was vergessen hat. Also alle guten Dinge sind drei. Genau. Also denkt dran, 9.7.
Black Widow, Disney Plus mit VIP-Zugang. VIP-Zugang, ich glaube, das kostet um eine 20 Euro, 22, 12, irgendwie, weiß ich nicht. Das ist jetzt mal schlecht geraten. Genau, ja, dann ganz neu oder schon ein bisschen länger her. Gibt's jetzt so, was ich immer vermisst habe, ich bin ja nicht mal der X-Men-Fan, ist halt die Legion-Serie, gibt's jetzt auch bei Disney Plus. War ja vorher, kam ja über 20th Century Fox, ihr wisst ja die ganze Geschichte, Disney Fox, die hört dann immer ja. Da kommt jetzt Legion und Legion-Serie, ich denke mal Legion. Serie, die soll richtig gut sein. Ich habe sie nie geguckt, ja. Ich habe es auch nie geschafft. Oh, jetzt sind wir auf Schiels weiter zu gucken. Brauche ich ein bisschen, muss ich auch nachholen. Aber im Moment cool. Hängen auch viel bei Super Network rum. Ja, richtig gut gemacht. Also die Winchesters, die mag ich wirklich. Mein Fan ist Dean, auch Dean finde ich total toll. Nee, also Legion-Serie, für die Leute, die ja nicht wissen, wer Legion ist. Legion im Prinzip ist der richtige Name war, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie Charles Xavier sein Sohn wirklich heißt. Keine, auf jeden Fall ist es der Sohn von Charles Xavier. Und das Grobe und Ganze ist Legion, seine Persönlichkeit. Er hat mehrere Persönlichkeiten, jede Persönlichkeit hat seine eigene Mutantenkraft. Im Prinzip, das ist Legion. Es in der Serie soll angeblich mal Charles Xavier erwähnt werden, aber sonst hat die viel mit dem Kanon nichts zu tun gehabt. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, sonst soll sie richtig gut sein. Also. Kann ich empfehlen, Legion, meine, guckt euch den Trailer an, meine, und was ich so bis jetzt gelesen habe. Ich wünschte auch, mein Tag hatte 36 Stunden, aber Training ist wichtig. Ja, was soll ich machen? Von nichts kommt nichts, genau, dann ist das. Ja, was doch kommt, ich weiß ja nicht, ob ja, ich bin dann, oh, ob was jetzt noch kommt, was mich ein bisschen überrascht hat, ist halt, was immer in meinem Gespräch war, es kommt die MODOK-Serie. MODOK, genau, MODOK-Serie. MODOK-Serie bei Disney Star, also die 16, ab die Erwachsenenabteilung bei Disney Plus, ist Disney Star, da kommt die MODOK-Serie. MODOK-Serie ist eine Stop-Motion-Serie. Wer nicht weiß, was Stop-Motion ist, das ist halt, das beste Beispiel ist Robot Chicken. Also so wie Robot Chicken, bloß halt mit Marvel-Figuren. Ich hänge euch den Trailer am Ende des Videos mal an. Ich verlinke euch den, damit ihr euch mal wieder angucken. Das macht mir richtig Bock drauf. Nehme ich auch als guten Übergang bis zur Loki-Serie. Also mir gefällt. Also, ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Kopf, man kann ja nicht alles wissen. Weißt du? Aber MODOK ist auch ein gehört. MODOK selber gehört, Charakter, gehört. MODOK steht. Da Marvels MODOK-Serie. Eine Staffel basiert auf. Steht ja nicht, was das. Ja, aber die Handlungen bei Wikipedia sagt auf jeden Fall, Q1 verfolgt der Größenwahn in die Supershow MODOK seinen utopischen Traum der Weltherrschaft. Doch nach einigen Jahren der Misserfolge und Rückschläge im Kampf gegen die mächtigsten Helden der Erde hat MODOK seine schurkische Organisation AIM in den Ruin getrieben. Nachdem AIM Konkurs ging, wurde die Firma an die konkurrierende Scramble verkauft, wo MODOK als Anführer entmachtet und vor die Tür gesetzt. Jetzt steht der Mental Organismus Design Only for Killing, genau. Mentaler Organismus Design erschaffen für Zertötung von seiner größten Herausforderung. Nicht schlimm genug, dass er sich mitten in der Midlife-Crisis befindet. Nun muss MODOK sich neben dem ungewohnt stressigen Familienleben auch noch mit seiner bröckelnden Ehe auseinandersetzen. Was für ein geiles Thema! Für eine Serie und das auch mit Marvel-Charakteren. Richtig cool. Also den Trailer fand ich schon richtig toll. Also schaut euch die MODOK-Serie an. Ja, dann am 11. Juni natürlich, worauf wir alle warten, Loki. Also zu Loki, wenn ich nicht so viel sagen, dann springt dieses Video einfach noch den Zeitraum von, ich will nicht länger, eigentlich als 20 Minuten hier meine ist halt so Episoden machen. Also Loki am 11. Juni. Wichtig, 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 die Loki-Serie. Ich bin echt gespannt. Das ist auch die erste Serie, wo eine zweite Staffel schon von vornherein schon bestätigt ist. Also, lass uns über, die wird wichtig. Oh, Loki, ey, da krieg ich schon Gänsehaut, wenn ich an diese Serie denke. Ja, genau. Also, denk dann, Loki. Ja, genau. Dann jetzt kommen wir mal Richtung Spiele. Also, Serien haben wir jetzt so ein bisschen. Marvel-mäßig haben wir so ein bisschen, ja genau. Spielermäßig, genau, ja. Ich bin ja nun mal auch ein Zocker. Und Marvel-Spiele sind ja nun mal langsam
im Populärraum, ich sag nur durch das Spider-Man-Spiel, das Miles Morales habe ich noch nicht gespielt. Kriege ich Rumor von meiner Freundin zu hören. Soll ich es spielen, aber muss ich halt haben. Die Lego Marvel spiele ich auch. Auf jeden Fall bin ich ja auch ein Beat'em-up-Fan. Und ja, und es gibt halt, weil wir haben ja mit Funko Pops angefangen zu sammeln. Und der hat da ja sehen geil, das sage ich jetzt auch, muss ich haben. Fantastic Four die Edition ist fast voll. Auf jeden Fall habe ich durch die Funko Pops, gab es so eine Sonderkollektion mit Funko Pops halt, Capcom-Figuren, Marvel-Figuren, die habe ich komplett und dann habe ich mir gedacht, ah, hier, das Spiel könnte man, hatte ich auch mal im Schirm, ja, und habe ich natürlich da, genau, Marvel vs. Capcom Infinity Edition. Und ich muss sagen, die Story ist echt gut gemacht. Die Story ist echt gut gemacht dafür, dass es halt nicht so noch nie gab, dass halt Marvel auf Capcom trifft, aber im Multiversum ist alles möglich. Also ja, wie dem Abschied, der Marvel steht, kann ich euch nur empfehlen. Geile Techniken. Auch die Super Moves, die sind gar nicht so schwer. So. Also, darum kann ich das für eine geile Prügelei. Also, Marvel vs. Capcom. Ja, genau, das. Das zocke ich jetzt auch mal nebenbei, obwohl ich im Moment wieder ein bisschen hin und her springe, was ich jetzt kein festes Spiel habe, genau. Dann jetzt was ganz Wichtiges oder was Neuestes, was ich hier gelesen habe bei den Jungs vom Marvel Blog. Wie man sagt, ich grüße euch Jungs, ihr macht das super, weiter so. Marvel Kombat Film ist ja nun mal fantastisch angelaufen und im Kino in Amerika bei uns natürlich nicht. Jetzt soll es bei als Live-Version digitaler Download zum Leihen und Kaufen am 13. Mai kommt. Wow. Muss ich haben. Hoffe ich mal bald auch dann auf Datenträger, also Mobile Combat, ja, genau. Augen aufhalten. Ich versuche mal, guck mal bei Sony Play Store, dass sie das halt anbieten. Ja, und dann damit ich da den Wechsel hier hin, ist es halt ganz einfach. Die Macher von dem Mortal Kombat 11, Netherrealm und Injustice, die Injustice-Spiele, das ist ja DC-Charaktere mit Falcon, also sowas hier, bloß halt auf DC-Basis, wollen ein Marvel-Spiel rausbringen. Also ist die Theorie groß da, dass es halt ein Beat'em-up-Spiel gibt mit nur Marvel-Charakteren. Also wie das, bloß ohne Capcom. Hoffe ich mal auf einen von der Serverin. Und die wissen ja, wie man Beat'em-up-Spiele macht. Genau. Also, geil, Daumen drücken und hoffen. Ach, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, worauf ich jetzt warte nächsten Monat, ist Biomutant. Biomutant ist jetzt das, wo ich richtig Bock drauf habe. Open World, Endzeit, genau mein Ding. Weil das ist halt meine perfekte Kombination für Spiele. Meine Lieblingskombination. Open World und Endzeit. Genau. Ja, darum habe ich ja auch Horizon Zero Dawn durchgesucht. Das wäre auch das erste Spiel, wofür ich mir eine PS5 holen sollte. Aber PS5-mäßig, wer es noch nicht gehört hat, es wird nicht besser im Angebot. Genau. Dann kommt noch die What-If-Serie. Die kommt ja auch noch im Sommer. Da gibt es auch kein Datum für dieses Alternative. Was wäre, wenn? Das lerne ich geliebt aus den Condor Comics. Da gab es immer so eine Abteilung, was wäre, wenn? Also wenn jetzt das nicht der normale Weg, wie wir ihn kennen, also wenn Spider-Man jetzt nicht von der Spinne gebissen wurde, sondern halt wer anders, als einfache Version oder in dem What-If-Teaser-Trailer gibt es ja schon, wo Peggy Carter das Schild trägt, als Steve Rogers. Animation mit den Originalstimmen der Charaktere, also mit, es gibt 23 Filme, 23 Episoden und dafür die 23 Filme. Also für jeden Film, ist jetzt meine, was ich jetzt gehört habe, ist jetzt zur Zeit, Alter. Für den Iron Man 1 Film gibt es eine alternative What-If-Serie auf Iron Man 1. Dafür Black Panther, für Avengers Endgame, denke ich mal. So in dem Kanon soll das laufen. Also seid gespannt. Marvel lässt uns nicht in Ruhe. Genau. Marvel Comic Film habe ich angesprochen. 13. Mai Premium Download. Neue Platten hatte ich mir auch geholt. Aber ob ich da ein Video drüber mache, weiß ich noch nicht. Genau. Der Comic-Schrank ist fertig. Das zeige ich euch. Bin ich noch am Bearbeiten. Ich habe mir einen Sprang zugelegt für meine Comics. Zwar einer. Die wichtigsten packe ich rein. Die anderen Comics werden aussortiert, weil ich kann nicht mehr. Ich werde mich auf jeden Fall hier mir jetzt auch festlegen auf digitalen Download. Darum habe ich das iPad schon langsam
mit der richtigen App festgelegt. Das ist halt, dass ich dann halt viele digitale Comics, die wichtigsten hole ich mir dann auch auf Papier, aber irgendwann ist nun mal voll, weil das da nimmt ganz schön viel Platz weg. genau, ja. Und das ist halt jetzt so, ja, das sagte schön. Ja, ich habe mit der Geschwindigkeit ein bisschen angezogen, habt ihr eben gemerkt, weil ich will euch nicht zu lange im Krieg sehen. Ich habe auch noch genug zu tun. Nein, nicht zocken. Und Training ist auch wichtig. Auf jeden Fall. After Movies kommen weiter. Das letzte war ja Wiesn und mehr. Ah ja, eins noch. Musikmäßig. Nee, wie gesagt, After Movies kommen. Habe ich noch genug. Wie gesagt, Christoph, lass dich überraschen. Was kommt? Also es kommt genug noch. Und die nächsten Videos hier auf meinem Kanal sind schon ein Stopp, denn. Nee, vorher nicht, denn. Cut. Wir machen erstmal eins. Das habe ich mir gegönnt. Genau. Scooter, also ich bin mit Scooter groß geworden. Habe auch die ersten Alben, aber irgendwann habe ich gehört, oh, fand ich nicht mehr so, aber Scooter halt immer das gemacht, was aktuell ist. Und ich bin wieder auf den Scooter-Zug aufgesprungen, seit letztes Jahr mit dem Track Fuck 2020. Genau, das ist das. Und das ist jetzt neu rausgekommen, vor zwei Wochen, drei Wochen. Genau. Richtig cooles Cover. Da werde ich nochmal ein Video drüber machen. Aber sonst, wer Bock auf jeden Fall hat, ich kann es nur empfehlen. Scooter, God Save the Rave, haben sie gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Dann, Iron Man Fan Home. Iron Man Fan Home Video ist auch, weil neue Box ist da. Also, ich habe auch richtig Bock. Ich bin ja echt gespannt. So, ein Werbegeschenk, das erste Werbegeschenk bei sein. Für die Leute, die immer noch mir das ist so teuer. Ja, ich zahle es. Ja, mir ist es es wert. Und am Ende habe ich einen, den ich hier habe. Ich denke mal, viele werden nicht haben, aber naja, wie gesagt, Iron Man Fan Home kommt die Tage, aber sonst kommt auf jeden Fall, denn heute was auf dem Weg, ich habe noch nicht gesehen, wann und wo und wie, weshalb, warum. Ich habe eine Marvel Überraschungsbox im Netz gefunden und die werde ich mit euch auspacken. Bin selber gespannt. Ihre Infos gibt's dann, wenn die Box da ist, also lasst sie überraschen. Euer Matz, Elektrobollmetze versorgt euch noch mit genug Videos. Also, es wird hier nicht langweilig. Ihr kennt mich doch. Gut, das war's. Liste fertig. Ja, Liste fertig. Genug erzählt. Wahnsinn. Junge, wie schnell die Zeit geht. Aber naja, ihr seht, es passiert genug. Obwohl das so ein kleiner Teil, ich hab schon viel weggelassen. Aber naja. Ich bin fertig. Das ist halt so Episode 7. Nun wisst ihr Bescheid, was ihr wo gucken müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, denkt dran, abonniert mich, Glocke und so. Und könnt mir auch mal schreiben, worüber ich reden soll oder was euch interessiert, was ich mir mal anschauen sollte. Dann mache ich ein Video. Schmeißt mal Themen in den Raum, was ihr empfehlen könnt, was ich mich mal druckstutzen soll. Ich mache es gerne, ich nehme die Zeit für euch. Dann würde ich mal sagen, das war's. Genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Schaut am liebsten mal bei den Jungs beim Revolution Team Ziegelei vorbei oder Bambu. Feiert schön. Am liebsten würde ich ja reintanzen, aber sonst, naja. Wir tanzen halt zu Hause. Was sollen wir machen? Wir machen das Beste drauf. Also, gut. Das war's. Ich habe fertig. Bis dann, euer Elektroboy-Metzer.